Herzlich willkommen heute zum Thema, warum wir manchmal Angst haben vor Neuem. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Ja, und jeden Tag rufen hier Menschen an und wollen sich verwirklichen, wollen ihr Berufung bekommen, etwas Neues starten. Das Dumme ist nur, dass viele Menschen auf dem Weg zu ihrer Existenzgründung, auf dem Weg zu ihrer Unternehmensvergrößerung irgendwann Ängste bekommen, Zweifel bekommen, unsicher sind und vor allen Dingen aus ihrem Umfeld auch häufig entmutigt werden. Und die große Frage stellt sich, warum haben wir als kleines Wesen, als Baby, keine Angst? Wir hassen niemand, wir lieben alles, wir freuen uns über etwas Neues und irgendwann wachsen wir heran und da beginnen wir Ängste zu haben. Und dafür habe ich dir heute ein Beispiel mitgemacht, eine Metapher, sogar eine Studie mitgebracht mit einer echten Untersuchung. Nun, worum geht es hier bei dieser Untersuchung? Wir sehen hier einen Raum und in diesem Raum sind 10 Affen eingesperrt. Also hier sind 5 Affen, dort 5 Affen und oben in der Mitte des Raumes, da hängt eine große Staude leckerer, duftender Bananen. Und genau in der Mitte, da findest du dann eine Leiter und theoretisch könnten die Affen dort hochklettern, sich also eine Banane pflücken und die dann essen. Jetzt passiert aber Folgendes. Der erste Affe machte sich hier auf dem Weg, die Leiter hochzuklettern. Und was die Affen nicht wussten, dass hier nebenan eine große Feuerlöschanlage installiert war mit diesen C-Rohren von der Feuerwehr. Und die wurde in dem Moment, wo der erste Affe hier raufgeklettert ist, wurde diese Wasserwerferanlage aktiviert. Und alle Affen wurden nass gemacht. Nun, und so ein C-Rohr, ich weiß nicht, ob du bei der Freiwilligen Feuerwehr warst, das kann schon richtig wehtun, wenn du so einen Wasserstrahl abbekommst. Folglich ist der Affe wieder runter und die haben alle Angst bekommen, wurden nass gemacht. Dann ging der nächste Affe wieder rauf, wieder wurden alle nass gemacht. Und irgendwann haben die Affen kapiert, wenn ich oder ein anderer Affe hier die Leiter hochklettert, dann werden wir alle nass gemacht, das ist unangenehm und das tut weh. Das nennen wir konditioniert. Nun, der Versuch ging aber weiter. Nachdem hier alle Affen gelernt haben, auf die Leiter, da klettert man nicht, da werden wir alle nass und es tut weh, wurde ein Teil der Affen aus diesem Käfig, aus diesem Raum genommen. Das heißt also, diese Gruppe 5 Affen, die wurden rausgenommen und eine neue Gruppe ging rein. Nun, die neue Gruppe wusste von nichts. Die wusste ja nicht, dass da man nicht auf die Leiter klettern sollte. Die wussten nicht, dass man nass gemacht wird. Also ging der erste neue Affe wieder auf die Leiter hoch. Aber er kam gar nicht richtig hoch, weil die 5 alten Affen sich sofort auf ihn raufgeschmissen haben und gesagt, du Freundchen, du gehst da nicht hoch, dann werden wir alle nass gemacht. Das hat er natürlich der Affe nicht so verbalisiert. Der hat also nonverbal kommuniziert, festgehalten, gewürgt, geschlagen, getreten. Und irgendwann hat die neue Gruppe gelernt, auf die Leiter klettert man nicht, dann wird man verprügelt. Auch diese neue zweite Teilgruppe hat also gelernt, da oben gibt es zwar lecker duftende Bananen, aber raufklettern, das geht nicht, da wird man verprügelt. Jetzt ging der Versuch weiter. Auch die letzte Gruppe, die wurde also auch ersetzt durch weitere 5 Affen, die auch nicht gelernt hatten, dass wenn man auf die Leiter klettert, dass man nass gemacht wird. Und die hatten auch noch nicht gelernt, dass man verprügelt wird. Also kamen sie in den Raum, sahen da oben die leckeren Bananen. Der erste Affe ging hoch, wollte sich eine pflücken und die anderen 5 Affen, diese schon ausgetauschten Affen, haben sich auf den Affen geschmissen, haben ihn dort runtergezogen und richtig ordentlich verprügelt. Dann kam der zweite neue Affe, wollte hoch, wurde auch verprügelt. Alle 5 Affen, die dann da hochgegangen sind, wurden verprügelt von dieser Gruppe. Und jetzt die interessante Frage ist, wurden diese 5 neuen Affen jemals nass gemacht? Wussten diese 5 Affen überhaupt, warum sie andere Affen davon abhalten, auf die Leiter zu klettern? Natürlich nicht. Sie wurden geformt, in ihrer sozialen Gemeinschaft etwas nicht zu tun und haben andere davon auch abgehalten, es zu tun, aber sie wussten nicht, warum. Und das kann dir genauso passieren, dass du in einem Umfeld von Menschen groß geworden bist und dich gerade auffällst, in deinem Sportverein bist oder in einer WG oder in irgendeiner anderen sozialen Einrichtung, wo Menschen dich von etwas abhalten wollen, aber sie überhaupt gar nicht wissen, warum sie dich davon abhalten, weil sie die Erfahrung selbst nicht gemacht haben. Und so wird häufig auch in der Selbstständigkeit oder bei der Gründung oder wenn du Karriere machen willst, auf dich eingewirkt. Weil da kennt dein Bruder nämlich einen Onkel und der kennt eine Frau und von dem der Freund, ja, der hat eine Tochter, der hat sich selbstständig gemacht und der ist pleite gegangen und der ist bis heute in der Privatinsolvenz nie mehr auf die Beine gekommen, ewig verschuldet.
Solche Einflüsse wirst du um dich herum von Menschen hören. Aber noch viel schlimmer ist, wenn die Menschen selbst gar nicht wissen, was sie tun und andere davon abhalten, auf die Leiter zu klettern. Ich möchte dich also heute einladen, in dich selbst mal hineinzuhören, wo du andere Mitmenschen, Affen davon abhältst, auf die Leiter zu gehen oder auch zu überprüfen, wo andere Menschen dich davon abhalten wollen, auf die Leiter zu klettern und was deren Motivationen sind. Und in den meisten Fällen, und das ist heute die Moral der Geschichte, kann es sein, dass die Menschen gar nicht wissen, warum sie etwas tun, weil sie von anderen Generationen abgehalten worden sind, die auch nicht wussten, warum sie andere davon abhalten. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, vielleicht ein bisschen krank an, aber das können wir zusammenfassen unter dem Begriff Tradition. Das heißt, Tradition hemmt Innovation. Auf der einen Seite ist es wichtig, dass du gelernt hast, nicht auf den Eisenbahngleisen zu übernachten oder dort zu spielen. Und es ist auch wichtig, dass du nicht einfach Geld abholst von der Bank, obwohl du nichts eingezahlt hast. Das ist wertvoll. Aber auf der anderen Seite kann es sein, dass 30, 40, 50, 80%, was von dir in deinem Unterbewusstsein abgespeichert ist, Ängste sind, die andere Menschen in dich reingepflanzt haben, die selbst gar nicht wissen, woher sie die selbst haben. Erinnern wir uns ans kleine Kind. Das kleine Kind liebt alles, hasst nichts. Es fürchtet nichts und es freut sich auf alles, ist neugierig. Und je älter du wirst, desto mehr Affen hast du um dich herum, die dich von irgendwelchen Leitern runterziehen wollen, weil sie selbst gelernt haben, da geht man nicht rauf, aber es nie verstanden haben, warum man nicht rauf geht. Es ist also deine Aufgabe, dich selbst zu überprüfen, vielleicht mit einem Coach daran zu arbeiten, an diesen Limitationen, an diesen neuronalen Infektionen, diese zu beseitigen, um wieder die kindliche Freude und auch diese Liebe für Neues zu entwickeln, um dann auf die Leitern zu steigen, die du dir wünschst, die Bananen zu pflücken, die du gerne auch pflücken möchtest. Wenn wir dir als X-Group dabei helfen können, dann kannst du gerne den folgenden Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch nutzen. Du kannst gerne aber auch unseren Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Pflücken der Bananen, die du wirklich willst. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.